Hallo Leute, willkommen beim ATS und bei einer neuen Folge von The Story. Ja, wie ihr sehen könnt, stehe ich hier bei einer Werkstatt und warte, dass ich gleich drankomme. Und ja, mit der Vorgeschichte, dass ich jetzt hier von Cheyenne nach Rawlings gefahren bin. Ja, und zwar, weil ich in Cheyenne bin ich zur Werkstatt gefahren, weil der zwischenzeitlich ja noch mal ein paar Mal ausgefallen ist, nachdem ich abgeladen hatte in Cheyenne. Und wisst ihr, wer es gesehen hat, die letzte Folge, da ist er mir ja, hatte ich ja einen Motoraussetzer und ja, während der Fahrt. Und ja, danach hatte ich noch mal ein paar Mal hintereinander, das kam mir schon ein bisschen suspekt vor. Und ja, dann bin ich dahin gefahren, nur die, das war so eine kleine Werkstatt und die hätten vielleicht was machen können, aber falls da irgendwelche Teile ausgetauscht werden müssen, hat er mir gesagt, dann lieber, wenn du das machen, was machen willst oder checken willst, dann würde er mir empfehlen, hier nach Rawlings zu fahren. Denn ja, ein bisschen größer und ja, geht alles ein bisschen schneller dann vonstatten. Also denke ich mal. So, ich natürlich, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Mich draufgeschmissen, auf den Bock, losgefahren. Und jetzt haben wir kurz nach 6 Uhr morgens und ja, bin um 4 losgefahren, irgendwie sowas, also habe nicht viel geschlafen, aber okay. Und ja, jetzt stehe ich hier, warte, dass ich drankomme und werde gleich George anrufen, weil wir werden dann einen Wagenwechsel wieder machen. Er nimmt dann hier den Canvas, ich nehme dann den Mac und ja, weil ich habe da jetzt mal keinen Nerv mehr dazu, dann soll er sich da jetzt des Weiteren drum kümmern. Ich leite das hier soweit alles ein, dass wir alles so mal checken und ich werde mich mal um eine Tour hier bemühen. Ich habe ja nichts Hundertprozentiges. Ich hatte ja schon mal angerufen beim Kunden. Ich glaube, das war bei Walmart war das und mal gucken, ob die was haben für mich. Die wollten ja mich wieder anrufen, ne? Und ja, kann ein bisschen dauern, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei, keine Ahnung. Ich hoffe, das geht schneller und ja, muss also so dann auf George warten. Weil, wie gesagt, wegen Wagentausch. Und er ist von Ogden, hat eine Tour nach ja, hierher nach Rawlings und deshalb ist das eigentlich ganz passend. Dann ja, können wir dann das dann so ja abwickeln, das Ganze. Er ist ja schon unterwegs, ich glaube, der hat, glaube ich, noch 40 Meilen. Und ja, wenn ihn dann noch mal anrufen und ja, in die freudige Mitteilung übermitteln und dann, ja, wird er bestimmt ganz begeistert sein, aber kann man nichts ändern an der Sache. Und da werden sich ja bestimmt noch des Weiteren im Verlauf der ganzen Touren ja noch irgendwie das ergeben, dass wir da nochmal wechseln. Wenn er unbedingt jetzt nochmal mit dem Mackie fahren will, whatever, dann fährt man sich bestimmt noch das ein oder andere Mal noch über den Weg und dann können wir das immer noch machen. Aber jetzt, so wie es ist, nein. Da er in der Nähe ist, ne, ist wie der Zufall es so will. Er hat eine Tour hier nach Rawlings. Okay, dann alles gut. Und ja, war wohl eine größere Tour. Und ja, was heißt eine größere Tour? So, denke ich mal so um die 300 Meilen. Aber war wohl die Nacht unterwegs, dann muss er so dann ein bisschen hier, ja, sich ein bisschen ausruhen, also seine Pflichtpause machen und ja, Ruhezeiten einhalten quasi. Aber gut, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Ich werde dann ihn nochmals gleich anrufen und warten auf den Rückruf von Walmart, was die dann so sagen, ob ich da was kriege oder nicht. Und ja. Aber vorweg noch, liebe Leute, wäre ich über ein Like und ein Abo sehr froh und sehr dankbar. Und ja, wenn ihr dann irgendwelche Sachen habt an Kommentaren, dann alles unten reinpfeffern, ne? Ist egal, Lob oder Kritik oder Verbesserung, whatever. Aber bitte dann reinschreiben, denn nur so kann man daraus lernen und das ein oder andere ändern oder lassen, whatever, ne? Wisst schon Bescheid. Wird dann auch soweit dann beantwortet. Wie gesagt, konstruktive Kritik wird immer beantwortet und alles gut. Ja, des Weiteren bin ich auch im ETS2 unterwegs. Auch da gerne mal reinluschern. Ist ja derselbe Kanal, kommt versetzt alle 2 Tage. Und ja, bei Gefallen auch da gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ein Abo. Würde mich auch da sehr, sehr freuen drüber. Und jo. Naja, ich sag mal in diesem Sinne, Leute, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und dafür von mir und euch, das ist ehrlich gemeint, einen dicken, dicken, fetten Daumen nach oben.
Und vielen Dank im Voraus für euren Support. Und natürlich viel Spaß bei dieser Folge. Okay, Leute, da bin ich wieder. Alles super. Wir haben jetzt Viertel nach sieben. Und ja, alles soweit in den trockenen Tüchern, mehr oder weniger. Und ja, ich werde jetzt tanken, weil der gute George hat mir das Ding in die Leere gefahren. Da will ich natürlich jetzt schön tanken, wie sich gehört. Danke dafür. Und ja, alles kein Ding. Er ist jetzt da drüben im Office drin und ja, die erzählen ihm gerade, was Sache ist, weil die haben jetzt mal durchgecheckt, dann will er mir natürlich nachher ja, Bericht erstatten, also anrufen, whatever. Aber jetzt erstmal Papa wegschmeißen, was machen die da? Jo, naja, gut. Weiter im Text. Ich werde jetzt. Richtig. Please proceed to the highlighted route. Ja, da die Bremse nicht reingehauen. Wir haben fair hingestellt, aber gut. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nichts passiert. Und wie gesagt, eine Runde tanken. Licht brauche ich jetzt nicht anmachen für die paar Meter. Und ja. Tanken und dann zum Kunden, Leute. Ja, ich habe einen Auftrag. Walmart hat sich gemeldet. Danke, Walmart. Ich habe jetzt eine Tour. Genau dahin. Also Mackie kann die Tour wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also ich fahre jetzt nach Ogden. Also da, wo die beiden jetzt hergekommen sind. Also hier. Mackie oder George mit Mackie. Und ich fahre jetzt von Mallmarkt hier in Rawlings mit 19 Tonnen Paletten, die ich dann draufkriegen werde, nach Ogden, Navigation resumed. auch wieder zum Mallmarkt. Und ja. Wir schauen mal. Also die 19 Tonnen Paletten, die ich dann draufkriegen werde. Also nach Ogden sind das 276 Meilen, wie ich schon gesehen habe hier. Und roundabout 444 Kilometer. Vergütet wird der ganze Spaß. Das ist die angenehme Sache an der ganzen Sache. 1650 Dollar brutto. Naja, diese Fahrt wird wohl ein bisschen was in den Canvas reingehen. Ich sehe das schon. Aber okay. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn, Leute. Richtig. Ich gehe jetzt tanken. Okidoki, geht gleich los. Okay, Leute, getankt habe ich und jetzt geht die Luzi ab hier. Was ist denn mit dem Navi jetzt? Flippt das Ding jetzt aus oder was? Warum geht denn das nicht? Okay, kann ich noch was sehen hier von? Please proceed to the highlighted route. Der Bus steht da immer noch, scheint da Problemchen zu haben. Das Ding qualmt ja immer noch da. Eieieiei. Na gut, wie gesagt, jetzt keine Zeit dazu. Glaube, das ging jetzt nach rechts, ging ja nur nach rechts. Mal gucken. Lang fahren hier.
Navigation resumed. Hat er sich jetzt eingegroovt hier oder was? Turn right. Dann ist ja gut. Dann wissen wir ja alle Bescheid, ne? Oh. Ja, ja, Kumpel. Alles gut. Ich hab dich schon gesehen, Kenwills. Ich hab dich schon gesehen. So, jetzt fahren wir zum Laden. Hat sich alles ein bisschen hier verzögert. So, ja, bis 10 sollte ich ja da sein. Mal gucken. Eieiei. Also bis 10 sollte ich da sein. Das waren keine Paletten, mal Fehler meinerseits. Das sind Altverpackungen. Jo. Aber okay, ist ja derselbe Kram. Was? Naja. Beide Sachen wären nicht schlecht. Also reinschmeißen und fertig. Halleluja, wisst ihr, durchgeschüttelt, oh. Mein Gott, könnten sie ja asphaltieren, das Ganze hier. Mein Gott. Einmal um den Apfel fahren hier. Okay. Habe ich noch 9 Meilen bis dahin oder 8? Waren das? Werden wir schon schaffen, ne? Mal hier aus dem Ganzen hier rauskommen. In 200 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. So. Jo, was ist damit? Wir bleiben ja alle stehen. Ihr bleibt jetzt stehen, jetzt könnt auch stehen bleiben. Du kannst jetzt stehen bleiben, Kollege. Mein Gott, war das ein Hickhack heute. Was für ein Tag. Was? Das ist ja nicht normal, oder? Das geht ja schon gut los hier, echt. Echt, sind alle suizidgefährdet hier, glaube ich. Noch so ein Stratege, noch so ein Stratege, noch so ein Stratege. Ja, jetzt. Das jetzt nicht, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, wäre der Stratege mir reingefahren. Der Hammerwerfer, der. Das besser zu leben. Turn right. Junge, 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 Junge. Doch so einer. Wird wahnsinnig hier. Was ist denn los mit den Leuten hier? Keine Peilung hier, oder was? Keep to the left, and then turn left.
Turn left. Junge, 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 Junge. Ist nicht normal, oder? So, so ein paar Touren jetzt mit dem Canvas gefahren. Leider hätte mir natürlich auch ein paar Touren mehr gewünscht, aber nee. War leider nicht der Fall jetzt. Und ja. Erstmal durchchecken, was er hat. Oder besser gesagt. George hat dafür Sorge getragen. Ich habe ja schon soweit alles da. Ja, das heißt eingetütet, aber dass sie da soweit gucken sollen. Er war natürlich auch nicht begeistert, also George jetzt, aber willst du machen? Ich habe aber selber keinen Nerv, jetzt mich jetzt da stundenlang jetzt da hinzustellen. Und soll sich heute frei nehmen, habe ich gesagt, dann mach heute gar nichts, egal, auch wenn er fertig wird. Schließe ich heute aus und guck mal, hier ist ein Motel. Und ja, obwohl im Campus kann man sehr gut schlafen, kann ich nur sagen. Alles supi. Und ja. Alles gut. Ja. So, dann morgen mit frischem Elan dann seine Touren fortsetzen. Weil er hat ja noch nichts, kann ja nichts haben. Er hat übrigens auch bei Walmart abgeliefert, aber der hat ja Tiefkühlkost gehabt. Also von daher war keine so schlechte Tour für ihn. Also finanziell, für uns jetzt, sagen wir so. Kann man ja sehen, wie man will. Ne? So, ich mache jetzt mal. Keep to the right. And then. Turn right. Alles hier Taco mit meiner Tour. Schnell jetzt hier gleich laden. Ich hoffe, das geht schnell. Und dann. Turn right. Abfahrtskontrolle zügig durchziehen. Und jo. Turn left. Ja, toll. Da habe ich mich natürlich schön verfranst jetzt wieder hier. Schön verfranst haben wir uns hier. Also können wir erstmal hier oder vorne erstmal irgendwie drehen. Ja. Scheiße. Sorry, aber ist so. Jetzt kann ich mich da hinten erstmal so drehen hier. Dass ich da zurückfahre. Naja, gut. Gut, dass da nichts kommt. So, ein bisschen rüberfahren hier, macht ja nichts. Machen wir wieder zurück das Ganze. Das Navi spinnt jetzt ein bisschen, aber nicht schlimm, kommt gleich wieder. Sollte zumindest gleich wieder kommen. So. Also da ist der Walmart. Mensch, da. Was ist denn los hier? Turn right. Endlich. Let's go, baby. So. Pflanz mich hier hin an die Seite hier. So, hier, schön. Ich kann stören hier. Und hier, Bumblingblick raus und. Will ich mich mal jetzt hier anmelden. Die wissen ja, dass ich komme. Wir haben jetzt 9:30, okay, also in der Zeit drin. 10 sollte ich da sein zum Laden. Okidoki. Na dann, alles in trockenen Tüchern. Die Tour habe ich jetzt sicher, Gott sei Dank. Also ganz sicher war ich mir nicht, also jetzt bin ich mir sicher. Und ja, kann dann jetzt abgehen. Die Post hier. Und ja. Sehr schön.
have arrived at your destination. Ja, das kommt aber früh. Oh, da vorne direkt sehe ich schon. Kann ich dann laden? Nun geht es ein bisschen runter hier, ne? Da muss ich aufpassen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, wir schauen mal, ne? Oh, oh, hätte ich mal mehr nach vorne fahren sollen. Ist vielleicht ein enges Höschen so, aber mal schauen. Nee, das klappt so nicht, Leute, das klappt so nicht. Das sehe ich jetzt schon. Fahre ich mal hier ein bisschen rauf hier, auf den Schotter hier. So. Okidoki. Aber fast sagen perfekt, aber das sagen wir lieber nicht. So. Okay. So. Ja, ist doch gut. Dann. So, laden. Alpha-Packung drauf und ab geht's nach Ocken. Ich mache schnell die Abfahrtskontrolle, Leute. Jetzt mal ganz hurtig und spurtig ohne euch mal und dann können wir dann losdüsen. Okay. Okay, Abfahrtskontrolle auch erledigt. Habe ich schnell gemacht, Leute. Und ja, jetzt geht's jetzt auf nach Ogden. Okay. Okay, okay, okay. So. Wie gesagt, 276 Meilen, 19 Tonnen haben wir jetzt drauf an Altverpackungen. $1,650 kriegen wir brutto, ja, vergütet. Und wie gesagt, es geht nach Ogden in Utah, Bundesstaat Utah. Jetzt verlassen wir Wyoming. Ist das nix? Aber jetzt eine ganze Zeit lang in Wyoming und ja. Alles gut. So. Jetzt aber genug gesammelt hier. Erstmal. Mal zusehen, dass wir hier Land gewinnen, ne? So ein bisschen. Der hier für eine Sitzeinstellung hier gehabt hier. Der gute George. Das ist ja nicht so cool. Muss ich mal fix ändern hier. So. Und zwar jetzt. Ja, geht schnell. Leute, geht schnell. Wisst ihr ja.
So, bisschen ran jetzt hier. So. So, mal versuchen. Okay. Ja, probieren wir mal so. Erstmal so auf die Schnelle. In 200 meters, turn right. Turn right. Ja, da sieht da wieder da vorne sehr entzückend aus. Das sehe ich schon gleich. Das gefällt mir schon mal sehr, das Ganze. So, dann fahr mal. Ja, husch da schnell rum. Meine Güte. Habt ihr Angst, dass er zu spät kommt oder was? Jo. Polizei, danke. Thank you, Sir. Okay, so, jetzt wieder rechts. Alles gut. So, oh, fliegen da die. Was sind da Cessna oder was ist da? Landen da hinten gerade, starten und landen. Und so weiter und so fort hier. Turn right. Okay, mal hier auf Spur kommen, Ärzte. Mal endlich mal fahren können hier. Mein Gott, hat sie den ganzen Morgen hier hingezogen. Wahnsinn. Wahnsinn, das Ganze. Nur ein paar Meilen hier machen, ja. Wow. Bin pickepacke voll mit den ganzen Altverpackungen hinten, ey. Mein Gott. Haben sie ein bisschen großzügig da alles da reingestellt, sag ich jetzt mal. Okay. Wir fahren erstmal, wir haben jetzt 11 Uhr, kurz nach 11. So, endlich auf Kurs, ey. Mein Gott, seit 6 Uhr eier ich da rum. Gibt's doch gar nicht, ne, oder? Also mit dem Canvas dazu gange und. Dann ein bisschen gewartet, bis dann George kann. Gut, der kann ja auch nicht zaubern, ne? Der hat aber Gott sei Dank hat er, wie er sagte, auch insofern ja, freie Fahrt gehabt, ne? Also keine große Verzögerung, sonst, naja. Dann sind wir aber ein bisschen im Popo gekniffen hier. Da will ich jetzt, hätte ich die Tour jetzt bestimmt nicht starten können. Ganz bestimmt nicht. Aber hätte Fahrradkette, hat gut geklappt. So. Das ist die Hauptsache. Also unterm Strich. Was mit den Canvas ist, keine Ahnung. Wird sich wahrscheinlich noch melden. Also sind, glaube ich, noch dabei. Da vorhin in WhatsApp hat er mir geschrieben, sagt, er ist noch dabei. Am Gucken, am Auslesen und ja. Okay. Ich bin dann erstmal weg. Das ist auch ein bisschen was her, wo wir da waren. Aber wir waren schon da. Use the left lane ahead. Alles gut. Fahrbahn frei, gute Sicht.
ein bisschen schneller fahren. Alles Taco. Da können wir ein bisschen Zeit reinholen. Mal gucken. Wohl. Ich habe Zeit. Also die Tour ist ein bisschen stressfreier. Gut, ja, sind Altverpackungen, ne? Also das ist keine Lebensmittel, ne? Oder so, die jetzt halt dringend jetzt hier gebraucht werden und spezielle Zeit haben. Oder just in time, whatever. Nein, nein. Oh, getankt haben wir auch, also Käffchen haben wir getrunken, wie immer, zwischen Tür und Angel. Heute war wir natürlich ganz schön. Also frühstücken wir heute gar nicht. Ja, hätte ich mir mal die Zeit nehmen sollen, aber ja, Kaffee habe ich getrunken, wo ich jetzt auf Jörg gewartet hatte noch. Da hatte ich ja mit dem von der Werkstatt nach ein bisschen rumgesprochen und ja. Käffchen, kurz danach kam er schon. Also. Alles gut. Erstmal, was das betrifft. Trotzdem könnte ich einen Kaffee trinken. So ist das nicht. So ist das ja nicht. Allzu viel Verkehr bislang. Gut, vielleicht kommt da noch was, aber schau mal. Ah, da war eine flotte Sohle drauf hier, ne? Trident hier. Pause könnten wir auch machen, jetzt sofort, ne? Aber werden wir dann machen. Wunderbar, hier freie Fahrt. Okidoki. Use the left lane ahead. Jo. Was willst du mehr? Bezaubernd bis jetzt so. Use the left lane ahead. So ist das ja nicht. Alles hier. Okay.
gute 160 Meilen haben wir noch, glaube ich. War schon was abgerattert, aber ja, sind wir ja gut unterwegs, ein bisschen flott, ne? Also ist das ja nicht, was ja nicht verkehrt ist. Wenn die Witterung oder der Verkehr das nicht zulassen würde, würde ich auch nicht so schnell fahren. Das ist ja wohl klar. Aber alles gut. Bislang. So. Alles soweit gut. Wetter gut, Verkehr gut, alles gut. Soll nichts heißen, also kann hier alles sich noch ändern. Geht schon los, Leute, geht schon los hier. Komm, sag ich das? Fängt das schon hier an, hier zu stocken ein bisschen. Aber gut, noch geht es ja. Wir haben ein paar Strategen, die wir meinen, hier einfach abbremsen zu müssen. Der Motorradfahrer, ne? Den könnte ich so rausziehen, den Jungen. Wirklich. Wisst ihr das? Zumal, der müsst auch wissen, dass ich da nicht so wieder beschleunigen kann. Was für ein echt. Warum sage ich das, ne? Ich darf solche Sachen gar nicht erst erwähnen. Bringt nichts. Darf ich erst gar nicht erwähnen. Mann, oh Mann. Flotte Sola da drauf, ne? Der Atze. War es nicht der, der mich gerade überholt hatte? Oder war das nicht der? Das Wetter wird ein bisschen trüber jetzt hier. Oh, okay. Schauen wir mal. Das wäre jetzt gleich hier eine Haltemöglichkeit, dass sich gleich hier mal anbietet. Schauen wir mal. Irgendwo. Dann machen wir Päusle. Ja, kommt nichts. Naja, solange es nicht regnet, alles gut.
Alles soweit gut, nur nicht regnen. Das ist nicht so cool. Sieht zwar ganz danach aus, aber. Meine obligatorische Pause, die kann ich auch gleich machen. Muss da gleich irgendwas kommen, ne? Hoffe ich zumindest. Ja, die geben richtig schön Gummi. Keep to the right, and then take the exit on the right. Use the right exit ahead. Andere Seite. Richtig. So ist das fein. Then take the exit on the right. Na klar. Erstmal eine Runde wiegen. The right exit ahead. Jo. Erstmal eine Runde wiegen hier. Ich kann ja erstmal hier ein Päusle machen, ne? Nee, machen wir erstmal hier. Machen wir das so. Vorsichtig hier aufregen hier. Komm. Könnte ich hier stehen. Aber hier will ich ein Päusle machen. Ich weiß zwar nicht, wie ich gleich hier da reinfahren soll. Aber das bietet sich halt an hier, ne? So, erstmal eine Runde wiegen und dann, Leute, ist alles okay. Aber da vorne kann ich mich hinstellen. Okay. Wer ist denn da? Das ist ein Taco oder was? Let's go! Let's go! Ich stelle mich hier einfach hin, hier ganz unverblümt, so wie ich bin. Man kennt ihn. Kann man dann hier durchfahren, hier irgendwo oder weiter nach vorne, schaue ich mal. Weiter nach vorne, da komme ich hier gar nicht mehr raus, wa? Das will ich ja auch nicht, ne? Boah, hier ist aber was los, ey. Was ist los hier? Ich stelle mich einfach mal hierher. So. So. Hier neben ihn hier kann er noch mal rausfahren, wenn er sein muss. Wenn jemand ein Problem hat, soll er sich dann melden. Ich bin dann hier. Okidoki, Leute. Muss die Pause machen, gibt nichts anderes. Alles klar.
will es gleich dann machen. Okay, meine Pause gemacht, meine obligatorische Zeit ist um. Die haben Zähneknirschen, haben das hingenommen, da ich mich hingestellt habe, aber ja, ich bin ja schon wieder weg. Also von daher ist ja alles gut, ne? Denke ich mal. So. Alles gut. So. Alles gut. Käffchen reingepfiffen auf die Schnelle hier. Eine Stunde hier. Knappe Stunde. Und dann haben wir hier aufgehalten. Ja, begeistert waren die natürlich nicht, da ich jetzt hier ruhig wie ich gestanden habe, aber ja, meine Güte. Ja. Was soll ich machen? Wenn ihr euch ansieht, wie die da jetzt da stehen, ne? Ja, da kriegst du auch ja, irgendwas. Ich habe keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock, jetzt erstmal zu stehen. Wenn ihr das nicht geregelt kriegt, ne? In irgendeiner Art und Weise, dann hat er einen Platten oder was? Okay, dann kann ich das auch verstehen. So. Aber dann könnten sie auch ein bisschen Platz machen. Ist egal, was da ist, oder? Ich habe da, ich muss meine Zeit auch einhalten hier. Geht ja nicht anders. So. Ich dachte, was ist das denn so frisch auf einmal hier? So, jetzt aber. Muss ich ein bisschen jetzt hier Gummi machen. Ach ja. Was für ein Tag, ne? Mein Gott, echt, das ist ja. Froh, wenn das hier vorüber ist heute hier, diese Tour und alles so, der Tag an sich. Oh, einen kleinen Zahn zulegen, hier hätten wir auch jetzt halten können, ja, ist immer so. Da, aber der ist voll. Oh, der ist aber. Oh, der ist auch voll. Der ist voll, der Platz. Oh. Ob ich da noch ein Plätzle gefunden hätte? Aber ich weiß es nicht. Oh, Stratege, bleib schön stehen, ne? Ist er natürlich nicht. Ah, lässt er mich nicht? Gibt Gummi. Wir essen zeitig. Komm, hau rein da.
der gleich wieder abbremst, ne? Ich kenne ja die Strategen, ne? Dass das so passieren wird. Hat ja schon Abstand, aber. Ist ja nicht mehr allzu lang, das Ganze. Ja, wir nähern uns langsam aber sicher Ogden, ne? Ja. Schon da angezeigt. Das ist ja schon mal gut. Alles super. Das Wetter ist mal so, ne? Mal Sonnenschein, mal diesig, immer hin und her geht das Ganze. Ja, hätten wir diesen Drops dann auch heute gelutscht, ne, sozusagen. Ist auch nicht schlecht. Jetzt habe ich irrtümlicherweise das Licht ausgemacht. Was ist denn los? Ich bin irgendwie dran gekommen. Weiß ich nicht. Ist ja jetzt auch kein, ja, ist ja noch taghell, noch zumindest. Aber das Positive, wir werden ja im Hellen ankommen. Das ist ja schon mal was. Keep to the right and then take the exit on the right. Use the right exit ahead. So. Exit. Rechts jetzt, ne? Ne, links, rechts. Turn left. Okay. Keep to the left and then turn left. Hoppala. Turn left. Beinahe die Ampel übersehen. Welche Fauxpas von mir. Habe ich gerade gesagt, ich komme im Hellen noch an, oder? Das wird knapp. Alles gut.
Keep to the right. And then turn right. Turn right. Ja, das ist aber hier eine Kurve, du. Holy moly. Holy moly. Da muss ich ja ganz schön ausholen, ne? Mein Gott. So. Sind ja gleich da. Alles gut. Use the left lane ahead. Ja, fahr doch, Mensch, ist doch frei, ey. Ampeln über Ampeln hier. In Ogden, ne? Wie das halt so ist hier. Sensational. Oh! Da sind wir doch schon. Logistics Center. Walmart. Sehr schön. Auch sehr schön ausgeschildert. Finde ich ja sensationell. Industriegebiet hier. In 200 Meters, turn right. Sehr gut, sehr gut ausgeschildert, finde ich gut. In 200 meters, turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Okay. Wo muss ich mich jetzt hier anmelden? Leutchen, da vorne. Okay, dann will ich das mal machen. Okidoki. Dann mal bis gleich, Leute.
Okay, angemeldet habe ich mich jetzt. Läuft ja alles supi. Habe ich hier ja einfach mal dahingestellt. Störe ich ja keinen so. Alles okay. Alles Taco. Einsteigen. Richtig. Den Gang drin gehabt. Das ist nicht gut. Ich wollte ja schon nach vorne jetzt hier. Ach, da muss ich direkt hin. Ja, sieh. Ja, Siege. Da sind ja wieder hier. Stapler steht da rum. Ja, ich finde das ja wieder hier. Super, einfach nur super. Sichtlich schön beeinträchtigt. Ah, gut, läuft. Das läuft. Das läuft aber nicht. Okidoki, alles im grünen Bereich, wie der Arzt immer so schön sagt. Das hat doch wenigstens gut geklappt. Okay. So, Altverpackung jetzt bitte raus. Ich bin jetzt hier da angekommen. Alles läuft hier. Supi. 19 Tonnen Altverpackung abgeliefert. Ja, muss nur abgeladen werden, sag ich mal. Alles klar, let's go. Supi, da bin ich wieder. Ja, abgeladen ist jetzt. Hab hinten zugemacht schon. So, jetzt esse ich eine Kleinigkeit von meinen Sachen, die ich ja schon an Bord habe. Und mache mir gleich ein Käffchen, wie man sehen kann. Kann auch was hier stehen bleiben. Also die haben gesagt, ja, das ist jetzt Zeit. Du, ich muss ja irgendwann losfahren, aber wie gesagt, wir haben kurz nach 5 und ja, so bis 6 Uhr hier rumgammle, stört das keinen. Und ich fahre gleich weg. Mal gucken, wie ich das mache. Papiere habe ich auch soweit. Ja, das Liefer ist alles bei Wollmark ist das. Also das Ganze hier. Ja, einige Sachen laufen nicht so, aber das hier ist sei nicht optimal, aber ist so, wie es sein soll, sagen wir so. Okay, dann will ich doch mal sagen, liebe Leute, war's das für diese Folge. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit am Start, wenn es heißt
Atze und Tour hier im ATS und ja, haltet die Stoßstangen sauber und vor allen Dingen bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Hasta la vista, euer Atze Gaming.